Servus Pilzfreunde, Tom und ich sind wieder unterwegs und heute gehen wir an die Stelle, wo wir letztes Mal aufgehört haben, nämlich bei diesem kleinen Austernseitling. Und wir haben jetzt, glaube ich, ziemlich genau 2 Wochen später und mal schauen, wie sehr sie in der Zeit gewachsen sind. Ich habe ja schon geguckt. Hast schon geguckt, aber nur aus der Ferne, oder? Die sehen gut aus. Die sehen gut aus. Sehen sehr gut aus. Also, dann gehen wir direkt mal dahin. Wirklich, schaut schön aus. Au, das sieht gut aus. Schaut richtig geil aus. Oh ja, die auf der anderen Seite wahrscheinlich auch. Da oben die auf jeden Fall. Boah. Boah, guck mal auf der. Da haben wir, glaube ich, genau richtig abgepasst. Boah. Foto machen. Bisschen Schneckenfraß sieht man. Wenn wir letztes Mal, als wir hier waren, waren ja ziemlich viele Schnecken hier am Stamm. Ja, ich habe die ja entfernt. Ja, das kann sich doch sehen lassen. Boah. Das ist ja, also dafür, dass er nur diesen kleinen Teil besiedelt. Ich bin auf jeden Fall nochmal die Aufnahmen von vor 2 Wochen mal über, dass man mal den Unterschied sehen kann, wie die gewachsen sind. Das sieht man wirklich. Wahnsinn. Die sind fast alle groß geworden. Ja. Ja, die sind hier unten auch öfters so flauschig, so flaumig. Ja. Sieht man das auch im Video. Das ist übrigens das Myzel, das ist kein Schimmel. Und das können die auch nach ein paar Tagen im Kühlschrank hier oben drauf bilden. Das ist also nichts Schlimmes. Also wenn ihr die mal 1-2 Tage im Kühlschrank vergesst, dann bildet sich irgendwann so ein Myzelflaum. Bei manchen sehr schnell, bei manchen nicht so schnell. Das ist nicht schlimm, da könnt ihr die immer noch essen. Hier sieht man das, glaube ich, ein bisschen. Da siehst du, man hat auf den Pilzen so weißes Zeug. Das, hier oben, guck mal, da sieht man es ganz gut. Es können sogar zum Teil auch manchmal die Sporen sein, vor allem wenn du jetzt hier diese kleinen Pünktchen hast, die dann erkeimen. Es sieht ein bisschen groß aus für Sporen, oder? Ne, dass sich dann schon so einen kleinen Myzelpuschel bildet, dass sie dann austreiben. Da sieht man mal ganz krass, wie die Lamellen am Stiel herabwachsen. Ne? Das ist auch richtig tolle Stiele, vor allem für alle, die das Zeug züchten wollen. Hat man auch nicht was zum Klonen. Ich bin begeistert. Hätte ich eigentlich auch gedacht, dass da auch was dran wachsen würde. Ja, an dem toten Baum meint der Tom jetzt? Weil, wenn sie hier dran sind, oder sie sind erst im Nachhinein hier dran gekommen. Das könnte auch sein. Ach so, jetzt sehe ich das gerade. Das ist ja von dem Baum, das obere Teil. Da oben sieht man die Bruchstelle. Ja, und die passt ziemlich gut zu dem Stück hier. Ja, das wird das sein, du hast recht. Ich entferne die Dinge auch am liebsten fast restlos vom Stamm. Weil nicht, dass sich dann hier irgendwelche diese Maden, die manchmal befallen, dran vermehren. Weil das habe ich dann auch schon manchmal gehabt, dass ich den Stamm abgeerntet habe. Hab da was dran gelassen. Die Viecher haben sich vermehrt, die zweite Welle war nicht zu gebrauchen. Jetzt habe ich noch eine Frage an den Pilzexperten. Ich gehe ja schon länger an diesen Stamm. Und es ist immer so, dass die Pilze nur hier vorkommen. Und genau da ist dann so eine Grenze und die wachsen nie weiter. Ja, hier haben wir ja den Buchenschleimrübling, der wächst hier unten auch, hier unterm Stamm. Das könnte dann schon sein, dass der Buchenschleimrübling sich dieses Gebiet eingenommen hat und dass dann hier irgendwo diese Grenze quasi ist zwischen den 2 Myzelien. Und hier haben wir ja noch diese Rußrindenpilze oder wie die Dinge heißen. Aber dass wir auf jeden Fall hier Konkurrenzpilze haben und der sein Myzel hier hat, obwohl, wenn er auch nur hier fruchtet und sein Myzel nur hier hat, ist das wirklich ein sehr guter Ertrag, der also für dieses kleine Stück liefert. Also würdest du das jetzt hier auch abmachen oder dran lassen? Ich mache das dann meistens auch weg. Ja. Wir können es ja mal mitnehmen, wenn wir andere Stämme finden. Da können wir halt einfach mal drauflegen. Also man könnte jetzt einmal versuchen. Es sind bestimmt schon Konkurrenzpilze drin, aber wenn wir schon hier solche Pilze haben, die ein bisschen zerfressen sind, da stecken wir einfach mal runter und damit hatten wir schon Erfolg gehabt. Natürlich bei Bäumen, die ein bisschen frischer abgestorben oder frischer umgefallen sind, kann das mehr Erfolg haben. Aber man kann es ja immer versuchen. Schön mit der Spornschicht zum Holz hin. Dann stecken wir es einfach mal dazwischen und dann können wir ja mal schauen, ob die nächsten Jahre hier was kommt. Also und der Baum, der ist, nur mal gesagt, der ist schon tot. Ja. Wir machen das jetzt hier nicht bei lebenden Bäumen, dass wir den im Ausland unterschieben. Das wäre auch nicht erfolgsversprechend. Also die Bäume haben ja Abwehrstoffe.
Und da darf man auch gar nicht her, an die lebenden Bäume gehen, da irgendwas jetzt zum Beispiel beimpfen, irgendwann einen Dübel reinbohren oder das macht man ja nicht. Ich glaube, das hat schon fast ein Kilo. Hey, wir bekämpfen Forstschädlinge. Wir machen was Gutes für die Forstwirtschaft. Ja, und Austernseitlinge als Winterpilz hört man ja auch immer wieder, dass es sehr gute Vitamin-D-Quellen sein sollen. Ja, ja. Gibt ja auch diese Zuchtpilze, die dann extra unter die Vitamin-D-Champignons. Ja, ja, die, dass die das da nochmal anreichern. Aber haben Pilze nicht generell Vitamin D, auch die im Sommer? Warum ja, sollen klar, die im Winter klar, mehr haben? Ja, haben die auch. Also ist nur im Winter gut, weil du der dann selber nicht so viel Hass, weil du einen Mangel kriegen kannst. Also die im Sommer haben das auch. Und hier könntest du es vielleicht nochmal abfilmen, dieses Flauschige, das hier nochmal richtig toll zu sehen hier in der Sonne, an dem Stiel. Hier unten. Diese mit Zählfäden, sieht wirklich richtig toll aus. Könntest du direkt hier auf Unsterile auf Pappe legen, 2-3 Tage später wird das richtig wachsen. Ich glaube, das mache ich auch immer. Also was Pilze züchten angeht, bin ich ja ein totaler Nobody und habe kaum Erfahrung, also eigentlich gar keine. Aber trotzdem habe ich einfach mal letztes Jahr Spaß, Kaffeesatz gesammelt. Hab das einfach mal in eine Schüssel getan und dann hier auch gerade hier so diese flauschigen Enden von dem Pilz habe ich einfach mal ein paar reingesteckt und das halt feucht gehalten. Das war ruckzuck komplett mit Myzel voll, diese ganze Schüssel. Und er hat sogar auch gefruchtet. Es sind dann ein paar kleinere Seitlinge, Auslandseitlinge gewachsen. Ist dann aber leider recht schnell eingetrocknet. Ich habe es dann nicht dann viel weiter verfolgt, aber ich wollte einfach mal testen, ob das funktioniert und hat geklappt. Hätte noch einen Kanal, den ich empfehle, könnte. Also wenn ihr da schauen wollt, tolle Anleitung, Kulturführung, könnt ihr mal im Kanal Pilzläubi vorbeischauen vom Patrick. Der macht auch so ein paar Kulturführungsvideos, steriles Substrat herstellen, Körnerbrut herstellen, Nährböden beimpfen und sowas. Also wenn ihr euch da mal beschäftigen wollt, gucken wollt, ob das Hobby auch was für euch ist. Vor allem jetzt in der pilzärmeren Zeit, wenn man es auch einfach mal beobachten will, wie so ein Pilz wächst, wie schnell das geht. Ja, ist auch spannend. Das kann man übrigens auch toll trocknen. Wenn man die Teile dann auch essen will, dann auf jeden Fall bei 60, 70 Grad trocknen. Oder 65 Grad. Man isst ja nicht so viel, da kann man die mal schön wie. Kann man auch schön Soßen so streuen, aber kann man mal schön wie so Chips knabbern. Rohhamen sind übrigens blutzersetzende Stoffe. Das wollte ich gerade fragen, weil man. Roh soll man den ja gar nicht essen. Ja, deswegen, da muss man schon genug Hitze genau. Beim Trocknen aufwenden. Also sagst du so 70, 80 Grad ist dann ja, schon damit nicht mehr das roh. Zerstört wird. Ich glaube, ich mache immer so 42 bis 45 Grad bei Steinpilzen oder Gröllingen generell. Das ist jetzt dann auf jeden Fall zu wenig. Ja, das Pilzpulver, das musst du dann ja auch immer noch erhitzen. Also wenn es mit in die Soße gibst, ja, klar. 10 Minuten. Klar, die ist ja auch nicht roh, ja. Das musst du dann noch mal ein bisschen erhitzen. Die sind natürlich jetzt auch richtig vollgesogen, ne? Ja, richtig nass. Wenn die jetzt ein bisschen trockener wären, dann würden die viel weniger wiegen. Also das. Du kannst ja hier eine Fläche Saft rauspressen. Ja. Jetzt gerade, wo du rauspressen sagst, fällt mir was ein. Ich habe die Tage ein richtig geiles Video bei Facebook gesehen. Da ging es um ein Pilzsammelvideo. Das war vom Bayerischen Rundfunk, ein ganz altes Video aus den 50ern, glaube ich. Wo sie gezeigt haben, wie ein alter Wald Jäger, ein Waldmann, in den Wald gegangen ist und Austernseitlinge gesammelt hat. Und der Austernseitling war damals irgendwie ein völlig unbekannter Speisepilz. Und in dieser Reportage, sage ich mal, ging es darum, wie sie daraus Knödel gemacht haben. Die haben den Pilz gestampft mit ganz scharfen Messern, dass das wie so ein geschnetzeltes, ganz fein gehäckseltes war. Das wurde ausgedrückt, bis keine Flüssigkeit mehr drin war. Und dann wurde das Ganze einfach stehen gelassen. Bis zu 2-3 Monaten. Und dann hat sich um diesen Knödel der Myzelflaum gebildet. Und der war dann komplett umhüllt mit weißem Myzel, richtig dick. Und dann haben die gesagt, also sie haben es damals Schimmel genannt, was ja eigentlich falsch ist. Ja. Das war das Myzel. Ist das Pilz Myzel? Und dadurch soll der Pilz total einen kräftigen, intensiven Geschmack bekommen. Das Pilz Myzel haben sie dann später wieder abgemacht. Und dann haben sie das Ganze mit einer Suppe als Knödel serviert. Also total geil. Je nach Pilz, ja. Je nach Vitalität vom Pilz, bildet er nämlich kein Myzel mehr aus. Da müsste man, glaube ich, schon ein bisschen aufpassen. Fand ich aber sehr, sehr spannend. Das müsste ich mir mal angucken. Ich glaube, die kenne ich noch nicht, die Doku. So, Leute, der Stamm leert sich. Und wenn man mal so viele Austernseitlinge hat, die haben ja eine richtig gute Frosttoleranz. Die können ja einfrieren, weiterwachsen, einfrieren und so weiter. Und wenn ihr, wie gesagt, zu viele habt,
tut ihr einfach so, also macht sie sauber und tut sie so in die Gefriertruhe. Da könnt ihr wieder, die wieder auftauen und dann habt ihr die schön. Könnt ihr zum Beispiel wieder panieren und euch euer Austernschnitzel machen. Das also, hätte ich jetzt nicht gedacht. Die müsst ihr nicht vorkochen oder sowas, die kann man so einfrieren. Manche sagen, die werden bitter, aber das habe ich da noch nicht feststellen können. Wir haben das schon sehr oft gemacht. Cool. Ja, das ist ein guter Punkt, ja. Weil ich sag mal, gerade jetzt im Winter hat man ja auch nicht so mehr die große Auswahl an Pilzen. Also es beschränkt sich ja auf ziemlich wenige Arten jetzt nur noch. Ja, hoffentlich. Du ja auch nicht jeden Tag Austernseitling essen. Dann ist das mit dem Einfrieren echt eine gute Sache. Und trocknen geht ja, wie gesagt, auch schön. Aber es hat mich schon. Vielleicht sollten wir auch nicht das ganze Pulver verschießen, was wir noch haben an Recherchen und Wissen, weil die nächsten Monate wird es nicht viele andere Pilze geben. Dann müssen wir uns noch ein bisschen was aufheben, was wir noch erzählen können. Und hier unten ist auch ein Bachlauf. Ja, und da unten liegen auch noch ein paar Stämme. Und an dem Bachlauf, da wächst ja auch oft dann Weichholz wie Pappel oder Weide. Blunder ist ja auch meistens an Bachläufen zu finden. Vielleicht finden wir da noch was von Sandfußrüblingen. Das wäre sehr cool, da so eine Stelle mal hier zu haben. Boah, das ist schon echt Wahnsinn. Wenn nicht wieder auskippen, die werden dann wieder trecken. Das kann sich echt sehen lassen. Also der Baum hat wieder abgeliefert jetzt im dritten Jahr. Sehr schön. Also Korb ins Auto bringen und dann gehen wir mal auf Stellensuche. Ja, schick das auch mal in die Pilzkompetenzgruppe. Hey, der Max, der dreht am Rad. Wo kommen die denn jetzt her? Der Tom, der verrückte Hund, der war vor einer Woche mit seinem Vater im Hunsrück unterwegs und hat mir Trompetenpfifferlinge und Totentrompeten mitgebracht. Und ja, die Totentrompete, muss ich sagen, dieses Jahr mein neuer Lieblingsspeisepilz. Steinpilze gab es ja auch nicht so viel. Und was halt wirklich erwähnenswert ist, dass die halt wirklich vor einer Woche gesammelt worden sind. Ja. Und naja, 6 Tagen. Okay, aber trotzdem. Die Trompete-Pfifferlinge vor 7 Tagen. Und der Tom hat die einfach draußen jetzt stehen gelassen. Ja. Und, ja, an der Hauswand, da kommt noch kein Frost hin. Also knapp über 0 Grad und die sind wirklich noch super frisch. Also ja, die Leistlinge, die halten sich eh lang, auch hier die Trompete-Pfifferlinge. Also Tom, vielen, vielen Dank. Hat Sorgerät, was zu tun die nächsten Tage und dann geht's weiter mit der Tour. So, die Außenseitlinge sind gut verstaut. Oh. Wir haben die Hände frei und können jetzt richtig auf Erkundungstour gehen. Und wir sind jetzt hier an diesem alten Bachlauf oder sage ich mal, wenn es halt viel regnet, ist ja auch ein bisschen Wasser drin. Und hier haben wir jetzt eine Birke, die... Ne, das ist ein Haselnuss. Ach echt? Das ist ein Haselnuss. Ich hätte jetzt echt gedacht, das wäre eine Birke. Wird die Rinde dann erst im Alter weiß, wenn das... vertrocknet, weil normal hat Hasel doch nicht weiße Rinde, oder? Das, nee, der hat aber diese glatte Rinde. Das ist ja nicht weiß, das ist diese Reflexion vom Licht. Okay. Das ist eigentlich bräunlich. Und ja, das ist aber auch so, na, ich glaube, mit der Birke verwandt. Und wenn man sich das Ding jetzt als Laie angucken würde, da könnte man sich denken, ja, das sieht ja vielleicht aus wie so ein Judas-Ohr, hat die gleichen Farben, ist auch so lappig. Ja. Bisschen anders von der Farbe, bisschen ins so zimtbräunlichere, Candisbräunliche und das leitet auch schon zum Namen hin. Candisbrauner Zitterling oder Candisbrauner Kristallzitterling. Habe ich noch nie gehört, dass es den überhaupt gibt. Ist ein typischer Verwechslungspartner vom Judasohr. Giftig wäre nicht. Das, also es geht auch als Vitalpilz. Ja. Gefühlt ist ja irgendwie jeder Pilz, der im Winter erscheint, ja, in der Literatur ein Vitalpilz. Mittlerweile ist auch gefühlt alles andere was essbar ist ein Vitalpilz. Ja, irgendwie schon, ja. Ist ein nicht so häufiger Fund, also freut mich wirklich sehr, auch wenn es jetzt nichts für den Korb ist. Ja, also ich habe ihn noch nie gehört, nie gesehen. Für mich auf jeden Fall das erste Mal sehr spannend. Das ist wie so ein Schleimbatzen. Ja. So, wir gehen hier so das Flussbett ab. Ich laufe hier unten drin, Tom läuft oben. Aber hier haben wir jetzt mal einen Röhrlingsfund. Ende November. Rotfußröhrlinge stehen hier noch rum, aber natürlich, wie man sieht, auch schon von Schimmel befallen. Vielleicht sind es ja die letzten, die wir diese Saison zu Gesicht bekommen. Also für mich sieht es aus vom ersten Blick wie Steinpilze. Nee, das sind Steinpilze. Tom? Ja? Ich glaube, ich habe kleine Steinpilze. Sehen auch schon ein bisschen mitgenommen aus. Ja. Ja, das sind Steinpilze. Geil. Eindeutig. Schade, haben Frost mitbekommen. Ja. Die ist richtig. Können wir mal aufbrechen. Ganz glasig hier schon. Mhm. Schade. Ja, sauschade. Aber kannst du die Stelle schon, oder? Nee, ich habe noch nie welche gefunden. Hier im Hut, sehr gut zu erkennen. Sehr schade. Hier standen sie im Moos.
Ach, schade, wenn es im Laub wäre, dann wäre es vielleicht sogar noch. Krass, ey. Damit hätte ich halt nicht gerechnet. Hier haben wir auch noch ein bisschen was an Pilzen. Köppe. Unsere grünblättrigen Freunde. Genau. Aber die kennt ja, denke ich, alle. Der häufigste Pilz, der gefüllte Pilz, wie es gezeigt wird, der grünblättrige Schwefelkopf, ist magen-darm-giftig, also nicht ganz so toll. Sieht man jetzt auch ganz oft davon so Büschel, wo die Köpfe abgefressen sind. Und da hatte ich im letzten Video gesagt, dass das die Rehe fressen. Und da kam noch ein Kommentar, der sehr interessant ist. Und zwar hieß es dort, dass es die Rehe machen als Wurmkur. Mhm, ja. Gar nicht als Nahrungsaufnahme. Sehr interessant. Oh ja. Ja. Das hätte ich jetzt nicht mehr erwartet, die Anis-Champignons. Also bei solch kleinen Champignons, wie gesagt, immer aufpassen, das ist nur was für erfahrene Sammler. Wir haben hier erstmal keine Knolle. Das grenzt sich schon mal von den ganzen Knollenblätterpilzen ab. Außer der Schiefknolle, die hat so eine kleine Verdickung. Und wenn ihr den durchschneidet, hier in den Lamellen, die dürfen nie rein weiß sein. Die sind immer ganz leicht so weiß-gräulich, weiß-rosa-gräulich, so in dieser Farbe. Aber nie rein weiß, da müsst ihr wirklich aufpassen. Und wie man es hier auch sehen kann, der hat hier oben auch schon gleich einen Frostschaden abgekriegt. Dieses bräunlich-glasige hier. Ja. So was sammelt man nicht mehr. Ja, der Winter ist die Zeit der schleimig-schwabbeligen Pilze. Ist jetzt hier aber auch in dem Fall kein Judasohr. Das ist einer der Galatbecher, also entweder der fleischrote oder der großsporige Galatbecher. Ist auch was Ungenießbares, also hier wieder auch nichts für den Korb. Sehen aber, wie ich finde, ganz schick aus. Ja, in einer meiner letzten Touren habe ich ja ordentlich Birkenpollinge für Tee gesammelt. Tom hat auch mir gerade gesagt, er braucht noch ein bisschen Vorrat. Und sie hat tatsächlich eine Birke gefunden, welche dran sind, die Birkenpollinge. Mhm. Der hier vorne sieht auch noch schick aus. Ja, so rein weiß. Sauber. Wir sind jetzt mal ein paar Kilometer weiter gefahren, an einem richtigen Bachlauf. Und hier stehen wirklich sehr viele Holunderbäume rum. An den ersten war jetzt leider noch nichts dran, aber wir geben die Hoffnung noch nicht auf. Aber wir haben jetzt hier was Tolles zum zeigen, nämlich den, ja, so eigentlich den größten Verwechslungspartner vom Austernseitling. Ja, das sind hier gelbstielige Muschelseitlinge. Gehört eigentlich gar nicht zu den Seitlingen, gehört zu den Knäulingen. Ja, auch hier schon von oben, da sehen die Farbtöne ja schon mal ganz anders aus. Geht eher so ins olivgrünlich-bräunliche. Genau. Dann können wir uns das Ganze hier nochmal von unten angucken. Wir haben ja auch viel so cremefarbenere Lamellen. Und die enden hier ganz deutlich an so einem gelblich-bräunlichen Stiel. Er galt ja mal als giftig, also dass er irgendwelche krebserregende Stoffe oder sowas enthält, aber das wurde in einer Studie untersucht und da wurde nichts gefunden. Also wertig essbar, aber er soll nicht sonderlich lecker sein. Und dann hätten wir hier noch was Schönes. Hier hätten wir wieder einen Galatrichter. Also hier von der Farbe her im Winter wirklich einmalig. Da jetzt mal eine schöne Trichterform. Mhm. Cool. Ja, idealerweise könnten wir mal einen mitnehmen. Ja, ja, da können wir nachher ja mal nebeneinander legen am Ende der Tour. So eine Gruppe hier. In die Jackentasche stecken. Ja, aus der Ferne habe ich jetzt da was Weißes gesehen an dem fetten Stamm. Und? Es ist eine Nebelkappe. Nein! Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ich dachte, das wäre ein Austernseitling. Wahnsinn, was für eine dünne Schicht dann ausreicht, ne? Für so ein Saproviant. Vielleicht kann auch hier ein bisschen das Holz eingewachsen sein, könnte ja sein. Auch schon sehr. Ach, hier hätten wir noch ein schönes Waldsauerklee. Kann man essen, enthält aber eine größere Menge Oxalsäure. Genauso wie der Rhabarber, also nicht zu viel von essen. Man könnte meinen, wir wären hier bei Buschunkistan kommen. Rücke, bisschen Bart länger wachsen lassen. Ja, Wildkräuter fand ich auch mal. Aber da habe ich mich nicht so viel mit beschäftigt. Also das Schöne schmeckt echt gut. Schmeckt sehr dem Sauerampfer ähnlich. Mhm. Heißt auch Sauerklee. Also aus der Ferne habe ich schon Alarm geschlagen und dachte, jetzt haben wir hier einen riesen Spot mit einem Stock. Ach, nicht Stock, Schäfchen. Samtfußrübling gefunden. Sind aber leider keine. Nee. Schade. Sieht fast aus wie so eine Richtung Faserling, Mörbling, sowas. Aber die haben auch schon mal Frost drüber gekriegt. Deswegen lassen wir das mal auf. Mit der Bestimmung ist das auch dann immer ganz so toll. Das wär's gewesen, Tom. Ja. Flechthin.
Und Spaltblättlinge. Und nicht Spaltblättlinge, ja. Oh, das sind viele. Wunderschön. Ist übrigens ein Giftpilz. Und hier sollte man nicht dran riechen, weil der kann Leute mit schwachem Immunsystem befallen. Die Sporen oder was? Ja, ja, die Sporen. Krass. Deswegen mal nicht dran schnuppern, einfach nur schön fotografieren, angucke. Hier haben wir nochmal Schmetterlingsdrameden gefunden. In einem wirklich noch total tollen Zustand. Solange sie noch schön weiß ohne drunter sind, sind sie noch sehr gut. Wenn sie mal ein bisschen antrocknen, dann wird das leicht cremefarben. Das geht dann auch noch. Aber dann irgendwann gehen da so Tierchen dran und sowas und dann ist das nicht mehr so schön. Ist ja auch ein Vitalpilz. Kann man sich schön trocknen, einen Tee rausmachen. Schmeckt sogar im Gegensatz zum Birkenpoling recht angenehm pilzig, obwohl an den Birkenpoling, an das Bittere, da gewöhnt man sich auch mit der Zeit. Also einfach trocknen, malen und dann ja, ja, schon einen Sud draus machen. Ja. Ich kann es auch einfach ein Süppchen, eine Soße oder so streue. Ist recht angenehm pilzig. Also okay. Kannst du überall mit reinmachen. Nur nicht eine Süßspeise. Hast du was? Ja. Was haben wir hier? Ah, Fehlalarm. Hä? Gifthäublinge. Gut. Ja, wieder gedacht aus der Ferne, es könnten Samtfußrüblinge sein. Aber hier, gleich wie beim Stockschwämmchen, gleiche Verwechslungspartner, haben wir die Gifthäublinge, die dieses Jahr überraschend viel auftreten. Würdest du das bestätigen? Was? Ach, die Gifthäublinge? Dass sie dieses Jahr häufiger sind als sonst. Die haben dieses Jahr wirklich ihr Jahr. Ja. Und da ist halt ganz prägend dieser silbergefaserte Stiel. Also die bleiben hier schön stehen. Und dann machen wir uns weiter auf die Suche. Jo, wir haben einige Meter jetzt gemacht hier an dem Bachlauf, aber leider keine Judasohren und keine, so gut, keine Samtfußrüblinge gefunden. Aber ja, gar nicht dramatisch. Haben wir so viele Auslandsseitlinge gefunden. Und dann haben wir auf jeden Fall auch noch was, was wir euch dann in den nächsten Videos zeigen könnten, noch ein bisschen anspornen, die zu finden. Aber, genau, ist noch was offen. Ja, wir haben ja noch den Verwechslungspartner vom Auslandsseitling gefunden. Ja, jetzt können wir die beiden mal vergleichen. Selbst von oben, wenn man da schon mal drauf guckt, geht der gelbstielige Muschelseitling eher so ins olivbräunliche, olivgrünliche rein. Der Auslandseitling eher so ins schiefergräuliche. Der kann nochmal bräunlich erscheinen. Also wenn wir dann von unten schauen, sehen wir die gelbstieligen Muschelseitlinge. Die haben hier total so cremefarbene, gelbliche Lamellen und dann auch noch diesen gelblichen Stiel, wo die Lamellen dann klar aufhören. Die laufen also nicht so den Stiel herab. Und beim Austernseitling, da haben wir hier weißliche Lamellen bis gräuliche Lamellen. Das ist von Strain zu Strain ein bisschen unterschiedlich. Ich habe da auch einen mit ganz dunkelgrauen Lamellen. Die laufen hier schön den Stiel herab und dann haben sie auch noch so Querverstrebung. Mal mehr oder weniger stärker ausgeprägt. Ja, wenn man so direkt nebeneinander sieht, dann kann man sie nicht mehr verwechseln. Ja, ist dann eindeutig. Wenn man beide mal kennt, dann sollte das passen. Verwechslung wäre auch nicht dramatisch. Die gelbstieligen Muschelseitlinge sind ja, wie eben schon gesagt, eigentlich nicht giftig. Sollen nur nicht sehr lecker sein, so eher so bitterlich schmecken und sowas. Also, ja. Aber man wird sich nicht vergiften. Ja. Jetzt haben wir ja so viele Auslandseitlinge gefunden, da müssen wir nicht die Muschelseitlinge probieren. Nee, die werde ich auch nicht probieren. Ja, danke an euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt Spaß bei der Tour gehabt. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Winterpilzetour wieder. Und schaut beim Tom rein, beim Pilzflüsterer. Verlinke ich euch hier oben. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.